Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich Videos auch noch mache, also eine extra Playlist, nicht nur Tutorials, sondern auch Kauftipps für Autos, wie zum Beispiel hier den Mazda 6, so dass ich euch, beziehungsweise so dass wir ein Video machen, also ich mache das Video, und so dass wir in diesem Video, wenn jemand zum Beispiel sich ein Auto kaufen will, so dass er sich in diesem Video alle Informationen holen kann. So dass er sich die ganzen Informationen zum Beispiel über dieses Auto hier in diesem Video holen kann. So dass auch wenn ihr irgendwelche Einfälle habt, welche Krankheiten zum Beispiel das Auto hat oder was eure Erfahrungswerte zu diesem Auto sind, dass wir darüber in den Kommentaren schreiben. Und wenn jemand Interesse an so einem Auto hat, so dass er sich hier in dem Video informieren kann und so gesehen fast alles über das Auto weiß und sich erkundigen kann. Weil es ist immer schwierig, sich zu informieren, wann muss bei dem Auto zum Beispiel Service gemacht werden, was ist Facelift, was ist Vor-Facelift, welche Unterschiede sind da, aber das seht ihr jetzt alles in dem Video. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht, solche Videos zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr wollt mehr von solchen Videos, dann machen wir das auch natürlich. Ja. Ich habe hier diesen Mazda und das Ganze macht das. Und ja Leute, deswegen habe ich hier auch einen Zettel für ein paar Informationen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das genau mache. Wir probieren das einfach mal aus und ihr macht Vorschläge, was ich verbessern kann, was ich weglassen kann, um solche Kauftipps, ich denke mal, ich nenne das. Ja, deswegen habe ich einen Zettel, um das Ganze hier, mir das Ganze einmal rausgesucht gehabt, die ganzen Informationen, und ich weiß ja auch nicht alles über jedes Auto. Und ja, es ist für mich etwas schwierig in diesem Video, weil wir müssen entweder konkret über diesen Motor reden, weil es gibt ja verschiedene Motorisierungen von dem Mazda 6, aber ich versuche auch natürlich andere Motoren mit reinzunehmen, sodass wir ein gutes Verhältnis bekommen. So, das hier ist ein Mazda 6, Baujahr 2005, mit dem 2,3 Liter, der Benziner. Mazda 6 gibt es ja als Limousine und als Kombi. Das ist der Mazda 6 Typ GG. Es gibt dann noch den GY, das ist der Kombi. In dem Fall haben wir den Mazda 6 GG. Die gibt es als Viertürer und als Fünftürer. Das bedeutet einmal mit einem kurzen Kofferraum und einmal diesen langen Kofferraum, aber da sehen wir nachher, wenn wir hinten sind. Ja, es gibt dann einmal die, achso, der Mazda 6 wurde gebaut von 2002 bis 2007. Das ist schon mal wichtig. Dann gibt es natürlich einmal Benzin, einmal Diesel. Den Benziner gibt es einmal von 1,8 Hubraum bis 3 Liter Hubraum. Ich mache euch hier mal ein Bild rein, dann könnt ihr euch einmal gucken, welche Motorisierungen es gibt. Das ist einmal hier zu dem Benziner. Ne? Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal für den Diesel. Einmal hier für den Diesel. Dann könnt ihr euch das Ganze einmal angucken. Und dann, wenn ihr zum Beispiel mit dem Gedanken spielt, so ein Auto zu kaufen, ne, dann werdet ihr hier im Video so gut wie alles erfahren zu dem Auto. Ne? Somit wisst ihr jetzt zum Beispiel die Motoren, welche Motorarten hier eingebaut wurden. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Wenn ja, dann korrigiert mich auf jeden Fall in den Kommentaren. So, weiter geht's. Länge, Breite des Autos. Wichtig, weil wenn sich jemand zum Beispiel das Auto kaufen will und damit sich Gedanken macht, mein Carport, wie groß ist er? Beziehungsweise er weiß ja dann, wie groß sein Carport ist, aber nicht, wie groß das Auto ist. Deswegen messen wir das Ganze mal. Die ganzen Daten im Internet übereinstimmen mit den gemessenen Daten. Ne? Und ich finde, das ist wichtig, wenn jemand eine Garage hat halt und nicht weiß, ob das Auto dann reinpassen wird. Und in diesem Video erfährt er das dann. Gut, dann messen wir einmal.
So, und zwar haben wir eine Fahrzeughänge von 4,60 Meter gemessen und im Internet habe ich herausgefunden, dass er eine Länge von 4.690 bis 4.710 hat. Ja, also 4,60 Meter ist das Auto lang. Jetzt messen wir einmal die Breite. So, wir messen natürlich von Außenspiegel bis Außenspiegel. So, und von Außenspiegel bis Außenspiegel habe ich gemessen 1,95 Meter. Angegeben ist 1,78 Meter im Internet. So, und jetzt noch die Fahrzeughöhe mit Antenne dran. Weil ich denke mal, das ist auch sehr nervig, wenn man immer sich die Antenne ab und dran machen muss. Aber die Höhe ist, glaube ich, uninteressant. Aber wir messen das Ganze mal. So, dann messen wir das Ganze mal mit Serienantenne. Ja, die Höhe haben wir jetzt gemessen, und zwar 1,75 Meter. Das ist mit der serienmäßigen Antenne. Und ja, die kann man ja natürlich wechseln. Und zwar, wir haben gemessen 1,75 Meter und die Angabe im Internet ist 1,40 Meter, also 1,44 Meter. Ich denke mal, das Ganze wird dann ohne Antenne sein. Ja Leute, kommen wir zu der Front. Da habe ich hier einmal im Scheinwerfer. Also erstmal ist wichtig, das Ganze ist ein Facelift und Facelift-Modelle wurden gebaut bei dem Mazda 6 ab 2005, dem Baujahr. Ja, was ist eigentlich Facelift? Facelift ist nichts anderes als eine Verschönerung des Modells. Da werden einfach ja, Kleinigkeiten, das Modell wird einfach verbessert und verschönert. Bei manchen ist es verbessert, also es ist gedacht, dass es verschönert wird und verbessert wird. Bei manchen sieht es halt gut aus, bei manchen etwas schlechter, wie der Geschmack halt so ist. Und zwar sind es einfach nur in dem Modell einfach Veränderungen, optische Veränderungen. So wie zum Beispiel hier, ich versuche Bilder einzublenden. Wenn ich welche finde, wenn ich dann ein Auto vor Facelift finde oder aus dem Internet irgendwas finde, was ich zeigen darf, das blende ich dann immer ein, beziehungsweise mache dann davon ein Foto und von dem anderen. Ja, vorne haben wir einfach hier diese Silberapplikationen, das haben wir bei dem anderen nicht. Genauso wie der Grill, der Grill zum Beispiel wurde verändert, mache ich euch auch ein Bild rein. Ja, das ist so an der Front. Beim Scheinwerfer wurden ein paar Sachen geändert, dass er etwas dunkler ist, meine ich. Scheinwerfer und Rückleuchten wurden auf jeden Fall geändert. Und der Diesel, achso, der Ganze hat hier ein 6-Gang-Getriebe. Die Vor-Facelift haben 5-Gang-Getriebe. Der Dieselmotor verbraucht etwas weniger. Und hat dafür auch noch mehr Leistung. Das ist das, was ich so finden konnte. Wenn euch irgendwas einfällt oder wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare, damit derjenige, der sich ein Mazda 6 kaufen will, Bescheid weiß. Ja, so vorne haben wir einmal Xenon, Blinker, Nebel, Scheinwerfer ist im Scheinwerfer mit drin und einmal das Fernlicht. So, Xenon-Scheinwerfer ist für die meisten so, oh mein Gott, die Lampe ist teuer. In dem Fall hier ist eine Lampe drin, ich habe die mal auch schon geholt. Das ist die Xenon-Lampe D2S. Ich blende das einfach mal ein. Und zum Beispiel von der Marke K1 kostet die 70 Euro. So,
So, je nachdem, welche Marke ihr nehmt. Deswegen, dass ihr da ungefähr wisst, wie teuer das ist. Auf der linken Seite ist es einfach zu wechseln, auf der rechten Seite etwas schwieriger, aber ich werde euch schon informieren, wenn wir weitere Videos machen, dass da hohe Kosten kommen. Zum Beispiel, wenn bei manchen Modellen ist es zum Beispiel total schwierig, den Luftfilter zu wechseln oder so. Deswegen mache ich solche Videos, um euch da zu informieren, dass da hohe Kosten auf euch zukommen. Und in dem Fall, bei der Xenon-Lampe, finde ich die Kosten jetzt nicht so hoch, dass ihr da Bescheid wisst. So, das ist einmal hier über den Scheinwerfer und über die Front. Ja, hat eine Scheinwerferreinigungsanlage. Ja, das Ganze hier einmal zur Front. So, kommen wir einmal in den Motorraum. Gucken wir einmal rein. So. Im Motorraum angekommen haben wir den 2,3 Liter Benziner. Der hat keinen Turbolader. Das einmal dazu, dann so sieht man mich besser. Was gut ist, man kommt hier super dran, um einmal Öl zu prüfen, Öl nachfüllen, einmal zum Scheibenwischwasser. Kommt man auch super dran, damit ihr auch mal seht, wo die ganzen Behälter sind, wenn ihr so ein Auto kaufen möchtet. Dann einmal Servoflüssigkeit, können wir hier auch super dran kommen. Ja, Kühlwasser, kommen wir hier dran. So, hier haben wir auch einmal die Bremsflüssigkeit und die Batterie ist nicht so extrem verbaut wie in anderen Modellen, wo man die Batterie echt manchmal sehr starke Probleme hat, die Batterie zu wechseln. Luftfilterkasten sitzt hier. Auch nicht so extrem verbaut. Ja, und wir kommen dann zu der einen Krankheit, die ich bei den Benzinern kenne, ist aber eigentlich meistens auch kein Problem, das zu lösen. Das ist einmal hier die Drosselklappe, wo man sehr gut rankommt und auch um die zu reinigen. Da ist einmal das Problem, dass er ab und zu Probleme hat mit dem Leerlauf. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel an eine Ampel zufahrt und dann stehen bleibt, dann schwankt die Drehzahl so ab und zu. Und da reicht es eigentlich, wenn man die Drosselklappe einmal reinigt. Ab und zu passiert es auch, dass die kaputt geht, aber das ist halt manchmal so. Häufig auch, wenn man den Luftfilter vernachlässigt, geht auch der Luftmassenmesser kaputt. So ist das halt. Deswegen immer wichtig, die Service-Sachen machen. Aber mir ist bekannt, dass die Drosselklappe öfters mal gereinigt werden muss. Was noch gut ist, an die Klimaanlage kommen wir auch super dran. Einmal hier und einmal hier hinten. Ich zeige euch das mal. Einmal hier die Klimaanlage, der Anschluss. Und einmal hier. So, was sehen wir noch im Motorraum? Im Motorraum sehen wir noch, wenn man selber die Xenonlampe wechseln will, dann kommt man hier echt super dran. Hier hat man genug Platz, aber hier etwas schwieriger, um die Xenon-Lampe zu wechseln. Ne? Da muss man hier schon ein bisschen rumtüfteln, aber es klappt. Man muss den Scheinwerfer nicht ausbauen. So, ich setze mich hier mal so hin. So, der Motor, um das Motoröl zu wechseln, um da auch mal ein bisschen über die Preise und Kosten zu sprechen, wie teuer ist eigentlich Service und Wartung für diesen Mazda 6. Und ich versuche euch das circa zu nennen, so dass ihr, womit ihr rechnen könnt, wie teuer euch so ein Auto ist. Und ja, es ist natürlich, je nachdem, ob man das beim Vertragshändler wechselt, selbst wechselt oder ob man zu einer freien Werkstatt fährt, natürlich die Preise unterschiedlich und man kann, welches Öl man nimmt, je nachdem, da schwanken die Preise. Deswegen nagelt mich nicht fest, dass ich einen Preis nenne und ihr sagt, ja, du hast aber gesagt, das kostet zu viel. Es ist auch je nachdem, wie viel Öl reinkommt, welcher Ölfilter. Hier spreche ich über den 2,3 Liter und ihr müsst ja auch bedenken, das Video wird älter und die Preise ändern sich. Deswegen wichtig, ruft vorher in der Lage an und fragt nach. Aber ich versuche hier einfach nur auf die Kosten einzugehen, wenn zum Beispiel irgendwas Überteuertes vielleicht auf euch zukommt, was ihr nicht wisst. Deswegen versuche ich mit dem Video und ihr auch in den Kommentaren für denjenigen, der sich für so ein Auto entscheidet und Informationen sucht, hier in dem Video zu helfen. Ja, deswegen für den Mazda, der bekommt
der in dem Fall bekommt 4,4 Liter und es gibt dann halt das Ganze, gibt es zwei Varianten, je nachdem welcher Peilschlag da drin ist, aber zwischen 4,4 Liter und 3,4 Liter variiert das. Wechselintervall ist, je nachdem welches Öl ihr verwendet, das Longlife-Öl oder das normale Öl, 15.000 oder jedes Jahr. Und ja, kostenmäßig seid ihr nur für den Ölwechsel, ich rede jetzt auch nur von dem Ölwechsel, nicht von der Inspektion und Wartung, was dazu kommt, das ist eine andere Geschichte, ich rede jetzt nur vom Ölwechsel, kostet euch so circa 80 Euro mit Ölfilter. Je nachdem, wo, wie, wo, was, circa. Weil da ist nichts Besonderes, ist ein, da gibt es sogar, habe ich auch mal ein Video gemacht, könnt ihr euch angucken. Ich mache mal einen Link oben rein, irgendwo kommt gleich ein i raus oder so. Ja, also Ölwechsel wisst ihr Bescheid. So, die Zündkerzen bei dem Auto sollen alle 100.000 Kilometer gewechselt werden. Da habe ich auch schon mal ein Video von gemacht. Kostenpunkt, wie teuer ist es circa? Ich würde sagen, Kerzen wechseln, je nach Marke, je nachdem, wo ihr das macht, ist nichts Besonderes, muss nicht viel ausgebaut werden. Deswegen kostet das circa 105 Euro, würde ich sagen. Und muss also entweder alle 100.000 gewechselt werden oder alle 10 Jahre, stand so im Internet und habe ich auch so herausgefunden, laut Hersteller. So, der Innenraumfilter soll alle 40.000 gewechselt werden oder alle 2 Jahre. So, der Innenraumfilter soll alle 40.000 Kilometer gewechselt werden oder alle 2 Jahre. Kostenpunkt, da gibt es auch ein Video von, könnt ihr euch sogar angucken. Kostenpunkt würde ich sagen, Filter mit Einbau, die ganzen Preise davor auch mit Einbau, also Komplettpreis nenne ich euch immer, kostet ca. 40 Euro. Der Luftfilter soll alle 60.000 gewechselt werden oder alle 3 Jahre, würde ich sagen, der kostet ca. 30 Euro mit Einbau. Jeder Preis ist mit Einbau. Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre. Da gibt es keine Laufleistung, soll einfach immer alle 2 Jahre gewechselt werden, kostet 35 Euro. Das sind auch die Preise, die bei uns so circa sind. Ja, was ich noch herausgefunden habe ist, und zwar, dass bei dem Dieselmotor, der 105 kW Motor, dass da auch das Ventilspiel eingestellt werden muss. Das erste Mal bei 20.000 Kilometern und danach alle 120.000 Kilometer. Ich habe es ganz ehrlich noch nie eingestellt bei so einem Mazda 6, das ist ja der Benzinmotor, aber bei einem 105 kW Dieselmotor, wenn ihr darüber irgendwas wisst, schreibt es unten in die Kommentare, damit derjenige, der Interesse an so einem Auto hat, informiert ist. Ja, einen Kraftstofffilter hat er nicht, beziehungsweise den hat er, der sitzt aber im Tank mit der Pumpe zusammen, ein kleiner Filter, ansonsten so ein Servicefilter hat er nicht, der servicemäßig gewechselt werden muss. Ja, das sind die Bauteile, die so gewechselt werden müssen. Zum Beispiel Kühlwasser oder so, das habe ich jetzt nicht alles rausgesucht. Das sind so die wesentlichen Sachen, die als Service gelten, die auch gemacht werden müssen. Das sind jetzt nur die Arbeiten. Dann gibt es natürlich noch die Inspektion und die Wartungsarbeit, wo sich jeder fragt, was ist das, für was bezahle ich? Da habe ich einmal was. Und zwar war der Mazda bei so einer Wartungsarbeit. Da bekommt man da so einen Wartungsplan mit und dann steht drauf, was da gemacht wurde. Und zwar, ihr bezahlt ja einmal, zum Beispiel euer Auto hat 15.000 runter und ihr müsst zum Service, Leute, auf zum Service fahren. Dann fahrt ihr hin und dann bezahlt ihr, beziehungsweise dann sagt, dann guckt derjenige, aha, das Auto muss die 20.000 Inspektion bekommen. Und dann ist da schon der Ölfilter mit drin und Öl. Und dann geht es auch noch weiter, dass die Beleuchtung geprüft wird, dass die Funktion der Lenkung geprüft wird, die Feststellbremse wird geprüft, der Innenraumfilter wird geprüft, gegeben, ne, der Innenraumfilter nicht, Selbsttest aller Steuergeräte, die Scharniere, Schlösser, das wird alles geschmiert, die Batterie wird geprüft, die Bremsleitungen werden geprüft, Kühlmittel wird geprüft, ob vom Kühlmittel genug Frostschutz drauf ist,
ob genug Scheibenwischwasser drauf ist, weil manche Leute, die zum Beispiel jetzt selbst an den Autos nicht arbeiten, die bringen das Auto einfach nur dahin und dann soll das Ganze funktionieren. Und ja, Servolenkung wird auf Dichtheit geprüft, ob der Motor dicht ist, ob er irgendwo Öl verliert und so weiter. Die Kraftstoffleitungen, Luftdruck wird kontrolliert und das ist alles in so einer Inspektion drin. Ja, da steht dann in der Rechnung halt Inspektion und Ölfilter und dann ist da alles aufgelistet, für was ihr bezahlt. Ne, ihr könnt halt auch nur hinfahren und bei 20.000 sagen, nee, ich will jetzt nur Ölwechsel machen mit Filter. Ist halt ein Gebrauchauto, hat keine Garantie mehr und so weiter. Das dazu, dann noch eine Krankheit zu dem Auto, die Benzinmotoren, beziehungsweise dieser 2,3 Liter Motor verbraucht Öl. Und zwar alle 15.000 muss ich hier, mal einen halben Liter nachfüllen. Ist halt eine Krankheit, beziehungsweise ich denke mal, die, oder es ist halt, weil das Auto schon etwas älter ist. Ich habe den Fehler nie behoben, aber erfahrungsmäßig verlieren die alle, beziehungsweise fressen die alle etwas Öl. Und ja, wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich echt darüber freuen, dass wir darüber mal schreiben. Ja, weiter geht es. Und zwar Versicherung und Steuer. Was kostet so ein Auto, der 2,3 Liter Motor an Steuer? Und zwar 155 Euro kostet der 2,3 Liter Mazda 6. Versicherungsmäßig ist etwas schwierig, euch zu sagen, wie teuer das ist. Da ruft ihr einfach am besten den Versicherungsvertreter an und sagt ihm einfach, was ihr für einen Motor denkt zu kaufen und dann sagt er euch, je nachdem welche Schadensklasse ihr habt, da variiert halt Teilkasko, Vollkasko, was ihr haben wollt, wie ihr ihn versichern wollt, da variieren die Preise. Und ja, genau, 2,3 Liter, 155 Euro im Jahr kostet er. Ich mache noch einen Link unten in die Videobeschreibung, damit ihr nachgucken könnt. Interesse halber zum Beispiel der 1,8 Motor, wie viel Steuer ihr bezahlen müsst, weil das ist ja jetzt für den 2,3 Liter die 155 Euro und da könnt ihr halt auch gucken für den Diesel, für den Benziner, den 2 Liter oder den 1,8er, das was ihr davor gesehen habt, die Auflistung mit den Motoren, wie teuer die jeweiligen Motoren steuermäßig sind. So, am Heck angekommen, haben wir hier einmal die geänderten Rückleuchten, die Facelift-Rückleuchten. Ich mache euch ein Bild rein, wie die Vorface aussehen. Was ich echt nicht schön finde, ist hier einmal der Heckwischer, kann man aber wegmachen, hier einen Stopfen reinmachen, ist aber vorhanden, die es mögen. Dann einmal die riesengroße Antenne, serienmäßig, die sieht auch nicht top aus, kann man aber auch ändern. Ja. Ansonsten, das Gute ist hier an dem Heck, dass das ein Fließheck ist und das bedeutet, dass hier einmal die komplette Heckklappe mit hoch geht. Ist ein großer Vorteil, wer einen großen Kofferraum braucht. Wo ich noch zu einer Krankheit hindeuten will, oft ist es so, dass hier dieser Hebel vergammelt und schwergängig wird. Kann man aber wechseln, wie auch immer. Also meiner Meinung nach ist das eine Krankheit, wo man den, besonders wenn man Keyless Go hat und Zentralverriegelung und man macht auf, dann bleibt er an einer bestimmten Stellung stehen und geht halt nicht ganz zurück, sodass er den Taster wieder zudrückt und dann hat man das Problem, dass man nicht abschließen kann oder der Alarm losgeht. Deswegen muss man hier hinten immer mal nachhelfen. Ja, das einmal zum Heck. Ja, wer eine super Limousine haben will und viel und große Sachen transportieren muss, ist das echt ein Top-Auto. Ich mache hier das Ganze einmal auf, damit man einmal sehen kann, wie groß er ist. So, ich hoffe, das Ganze kann man hier mit der Kamera super sehen. Ne? Ist ein echt großer Kofferraum. Das Ganze ist auch noch gut, dass man die Sitze klappen kann. Somit hat man eine echt große, gerade, ja fast gerade Fläche, wo man viele Sachen mit transportieren kann.
So sieht das Ganze dann einmal aus. Ja, kommen wir noch zu einem kleinen Problem, was mir auffällt, was man hätte vielleicht ändern können, aber das sieht man vielleicht vorher nicht. Beziehungsweise hier sammelt sich sehr oft Dreck an, und zwar Wasser läuft von oben runter und sammelt sich hier. Das Ganze hätte man vielleicht so ein bisschen absenken können, dann würde das Heck vielleicht auch mehr nach unten laufen, würde vielleicht auch etwas besser aussehen. Aber ja, ich habe das Ganze hier schon sauber gemacht gehabt. Aber hier sammeln sich hier diese ganzen Blätter und das ganze gelbe Zeug an. Ja, hier habe ich schon alles sauber gemacht. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber hier könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen sehen. Muss ich nochmal nachputzen. Ja, so sieht das Ganze hier im Heckbereich aus. Der hat eine Heckscheibenheizung. Also so einmal die Heckscheibenheizung hat er. Ja, so sieht das Ganze hinten aus. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einmal seitlich Verkleidungen. Und hier ist einmal Reserverad. Darunter ist einmal Reserverad, Abschlepphaken, das Ganze, was man braucht. Das ganze Bose Sound, das Auto verfügt über Bose Sound. Und unten sitzt das Steuergerät einmal für. Das Ganze auch einmal hinten aus. Hier kann man Licht an- ausmachen. Hier hat man einmal Stauraum und um an die Rückleuchten zu kommen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Hier etwas größer, wo man normalerweise Erste-Hilfe-Kasten, Warnweste, alles drin hat. So wie Warndreieck auch. Also viel Fläche hier hinten. So, im Heckbereich an der Stoßstange haben wir hier noch Änderungen vom Facelift, also an der Heckstoßstange von Vor-Facelift und Facelift. Ich mache euch da auch einmal ein Bild rein, so dass man sieht, was dort für eine Veränderung ist. So, auf der Rücksitzbank haben wir hier einmal, ich hoffe, das ist alles einmal gut zu sehen. Ja, erstmal das Leder finde ich super pflegeleicht, bequem. Aber weil es Vollleder ist, die meisten, die hinten sitzen, beschweren sich, wenn man in den Kurven fährt, dass man hier die ganze Zeit über die komplette Rücksitzbank hin und her geschleudert wird, sage ich mal. Ne? Also man, ja, man, es ist glatt hinten, sage ich mal. Dann haben wir hier einmal ja, Getränkehalter, alles mögliche, Armlehne, wie man möchte. Dann, ja, was mir auffällt ist, auf der Fahrerseite hinten haben wir kein Staufach, wo man, was weiß ich, Zeitung, Getränke reinmachen kann. Auf der Beifahrerseite haben wir das, warum auch immer. Einen Aschenbecher haben wir hier, wer noch im Auto raucht, hinten. Dann, was mir auffällt, ist einmal die Armlehne, beziehungsweise die Türverkleidungen. Hier hat man einmal einen Griff, um sich festzuhalten. Wahrscheinlich deswegen, weil hier so rutschige Sitze sind. Ne? Aber ja, es stört ein bisschen, den Fensterheber zu betätigen, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Das ist das, was mir auffällt. Es würde auch reichen, wenn hier einfach nur so ein Loch wäre, genauso wie auf der Fahrerseite, dass man da einfach so ein Loch hat, womit man Tür auf- und zumachen kann. Zeige ich euch aber auf der Fahrerseite. Das bedeutet, hier sind jeweils drei Türverkleidungen, fast gleich hier mit dem Griff, aber der auf der Fahrerseite ist anders, so dass man den Arm komplett da drauflegen kann. Ansonsten hier hinten gibt es nichts Großes mehr zu melden, außer dass man sich, wenn man in der Mitte sitzt, von hier hinten den Gurt nehmen muss. Also vom Kofferraum aus. Ja, ist jetzt etwas, also die meistens, wenn man zu dritt hinten sitzt, sucht derjenige dann immer, wie er sich anschnallen kann. Muss man halt nur wissen. Und ja, ansonsten gibt es hinten eigentlich nicht viel zu berichten. So, ich nehme euch jetzt einmal so mit als Vlog-Kamera, damit man das Ganze hier einmal sehen kann. Das Auto verfügt über ein Keyless-Go-System, so dass wir hier auf Knopfdruck Auto auf- und zumachen können. Ja, auch eine Krankheit, aber das denke ich mal ist bei jedem, dass die Teile hier echt schnell verschleißen oder dass die Knöpfe hier kaputt gehen. Auf der Beifahrerseite ist es nämlich so. So, dann setzen wir uns hier einmal rein. Ne, hier hat man einmal so einen normalen Türgriff. Also was heißt normalen? Hier hat man so ein Loch als Türgriff, so wie auf der anderen Seite.
hat man einen richtigen Griff. Ne? So wie ich das auch hinten gesagt habe, finde ich so ganz ehrlich viel einfacher und viel besser gelöst. Ja, dann haben wir hier einmal Memory-Funktion. Das Komische ist, dass wir es auf der anderen Seite nicht haben. Da haben wir einfach noch so eine normale Mechanik, dass wir hier einmal auf den Hebel hochziehen und dann hin und her schieben können. Hier müssen wir immer schön warten, bis wir die richtige Einstellung haben. So, ich gehe dann hier einmal mit dem Sitz komplett einmal zurück. So, dann haben wir einmal versteckt die Sitzheizungsschalter. Hätte man vielleicht auch irgendwo anders hin machen können, weil wenn jemand mit dem Auto fährt, der das nicht kennt und die Sitzheizung ist irgendwie immer an oder so, dann sucht er sich dumm und dämlich nach dem Schalter. Vorne drin sind, haben wir hier einmal, die Mittelkonsole ist schon die moderne, die Facelift. Ich mache euch einmal rein, wie das Ganze aussieht ohne. So sieht das Ganze einmal aus. Dann haben wir einmal schon das geänderte Tacho. Das Ganze sieht normalerweise etwas heller aus bei dem anderen, bei dem Vor-Facelift. Ja, das Ganze hier machen wir mal einmal Zündung an. Da sehen wir auch einmal das Bose Sound. Das serienmäßige Bose Sound System. Ja. Sind wir hier einmal erstmal Lenkrad und Tacho. Ja, das Ganze hier ist einmal Multifunktionslenkrad, so dass wir hier einmal Lied umschalten können, Lautstärke hoch, runter, Mode, also CD, Radio, wie auch immer. Dann einmal Lautsprecher aus, an. Dann einmal hier über Tempomat. Das Ganze hier ein, aus. Verfügt über ein Tempomat. Dann haben wir hier einmal die Beleuchtung. Hier können wir auch sehen, wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, ob bei euch die Leuchtweitenregulierung alles funktioniert, dann machen wir das Ganze einmal so. So, und dann bewegen die sich einmal hoch und runter, machen einmal die Funktionsprüfung. So könnt ihr das testen. So, machen einmal hier wieder Zündung an. Einmal dazu. Haben hier Nebel, Schlussleuchte, Scheinwerfer. Alles bequem vor Ort. Er verfügt über eine Lichtautomatik. Und dann haben wir hier einmal auf der anderen Seite einmal die Scheinwerfer, einmal die Scheibenwischer. Er verfügt auch über eine automatische Scheibenwischer, die automatisch angehen, wenn Regen kommt. Also er hat einen Regensensor. Ne? So, das Ganze einmal. Dann ja, hier sehen wir einmal km/h, die Drehzahl und Tank sowie Motortemperatur ganz links. Ja, was wir hier noch haben, ist einmal der Durchschnittsverbrauch bei dem liegt hier bei 9 Liter. Ja, sagt mal dazu, wie findet ihr den Verbrauch von diesem 2,3 Liter ohne Turbo? Also 9 Liter verbraucht er auf 100 Kilometer. Dann können wir hier einmal sehen, wie viel wir noch mit dem Tank fahren können, wie viel man im Durchschnitt fährt, also die Geschwindigkeit. Ne, also super Bordcomputer, dann einmal die Uhrzeit, dann einmal hier die Außentemperatur können wir hier sehen. Wir können auch mal starten. Einmal hier Warnblinker, einen großen Button. So, dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, also wir haben keine Möglichkeit, hier links und rechts unterschiedliche Temperatur einzustellen. Wir haben hier nur die Möglichkeit, einmal mit den Klappen hier die Luft zu regulieren. Was haben wir hier noch? Wir haben hier auf der Seite auch noch einmal die kompletten Fensterheber und einmal die Außenspiegel können wir hier mit regeln. Dann ja, einen integrierten CD-Wechsler haben wir drin, bis zu 6 CDs. Können wir hier einmal sehen.
Da geht das einmal von 1 bis 6. Also die Nummer 6 und die 1 ist jetzt keine CD eingelegt, aber es geht 1 bis 6. So, dann haben wir hier einmal auch eine Krankheit davon ist, dass da hinten die Lampen auch mal kaputt gehen. Aber was heißt Krankheit? Eigentlich ist es keine Krankheit, nur man hätte die vielleicht auf LED umrüsten können, werksmäßig. Da sind aber normale Lampen drin, da gibt es auch ein Video von. Also zu dem Mazda habe ich schon echt viele Videos gemacht. Achso, da ist sogar das Sechsfach, wenn man das sieht. Ja, könnt hier Temperatur regeln, dann einmal, wo es hinpusten soll, sehen wir dann immer hier. Und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man hier tippt und da hingucken muss, aber ja, man gewöhnt sich schnell dran. Dann einmal hier Klima an, aus. Klimaautomatik. Kann man Automatik anmachen. So, dann haben wir hier einmal Aschenbecher mit Zigarettenanzünder. Dann einmal das 6-Gang-Automatik, 6-Gang-Schaltgetriebe. Und haben hier noch ein Fach, Getränkehalter. Ist echt groß. Kann man aber auch verstecken. Dann haben wir hier einmal noch die Möglichkeit, etwas reinzulegen. Und wir haben noch einen größeren Staufach da drunter. So, wir haben hier einmal ein nachgerüstetes Navi-System, wo wir hier einmal auch eine Fernbedienung für haben. Beim Vorfacelift liegt hier auch ab und zu mal so eine Fernbedienung. In dem Fall ist das hier nachgerüstet worden und ist in der Serie nicht mit dabei. Ich kann das Ganze auch einmal hier einmal anmachen. Ja, da kann man leider keine Filme durchgucken, aber ist halt nur ein Navi-System. So sieht das Ganze hier einmal aus. So, ansonsten können wir hier noch sehen, ob die ganzen Passagiere hier angeschnallt sind, was auch nicht schlecht ist. Und wir haben hier ein Schiebedach. Ne? Ja, so das Ganze hier vom Innenraum. Wenn wir hier einmal die Vorderachse bzw. den Vorderreifen sehen, was gibt es hier Großes zu sagen? Und zwar, wie teuer ist es einmal, die Bremsen vorne zu wechseln und wie teuer sind die Reifen? Es ist, wie gesagt, auch bei den Filtern schwierig, das zu sagen, weil es ist markenabhängig und abhängig freie Werkstatt, Vertragswerkstatt und so weiter. Aber ich habe das mal circa ausgerechnet. So, Bremsen vorne. Klötze, Scheibe, die Arbeit habe ich da glaube ich noch nicht reingerechnet, also seid ihr circa bei 260 Euro, um die Bremsen vorne zu wechseln. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, da kann man glaube ich was weiß ich was für eine Marke reinmachen. Aber so, ich finde Preis-Leistung 260, also bis 300 Euro, ist schon, sind die Sachen mit drin, das ist mit Arbeit. An der Hinterachse kommen wir noch zum. So, Reifen, beziehungsweise ich kann das auch hier sagen. Bremsen hinten, da kosten die Klötze, Scheibe und die Arbeit 200 Euro. Plus, minus, wie gesagt. Die Reifen, wir haben hier einmal. Es gibt drei unterschiedliche Serienbereifungen mit Felge, die man fahren kann. Ich liste das hier so gut wie möglich alles auf. Ich weiß noch nicht, wie das genau klappt, aber ich versuche es. Wenn nicht, wichtige Informationen sind unten in der Videobeschreibung. Da schreibe ich nochmal alles rein. Wir haben hier einmal die 215 45 17 Bereifung mit den 17 Zoll Felgen natürlich. Man kann dann die 195 65 15 fahren und die 205 55 16. So. Da sind die Sommerreifen, beziehungsweise das sind dann Wetterreifen, aber die Sommerreifen. Preislich, was kommt auf euch zu, circa? So, die 215, 45, 17, 70 Euro pro Reifen. Die 195, 65, 15, 45 Euro pro Reifen. Und die 205, 55, 16, 55 Euro. Plus, minus, wie auch immer,
circa, und ihr müsst auf achten, das Video wird immer älter. So, Winterreifen. Die Winterreifen kosten 117 Euro, alles pro Reifen. 117, der 195, 65, 15, 55 Euro und der 205, 55, 16, 70 Euro. Das sind so circa die Preise, die ich euch so sagen kann, was ich finde auch wichtig, wenn man zum Beispiel das jetzt als Erstwagen kauft, womit muss man rechnen? Circa. Wie gesagt, ich habe die Preise als die Marke Hankook genommen, finde ich Preis-Leistung am besten. Ja. So, an der Hinterachse, was ich immer etwas komisch finde, und ihr wahrscheinlich auch bei den Japanern, ist, dass hinten die Bremsklötze, der Belag, wenn man die neu wechselt, dass da auch schon der Belag echt wenig drauf ist, finde ich meiner Meinung nach. Und ja, ein großes Problem bei dem Mazda ist Rost. Egal wie gut man das pflegt, egal wie viel man vorbehandelt, vorsorgt, finde ich, gammelt der Mazda 6 hier hinten trotzdem. Das haben wir auch hier bei dem Mazda 6 vorher versucht zu schützen und haben das vorher beschichtet und so weiter, aber trotzdem kam der Rost, und zwar einmal hier, ich filme euch das Ganze gleich einmal und zeige euch das alles einmal näher, und zwar hier hinten setzt sich der Dreck fest, beziehungsweise weil die Radhausschale hinten hinterm Kotflügel ist und deswegen sich dort Dreck ansammeln kann und deswegen gammelt das Ganze. Ich nehme euch einmal mit. So, und zwar, hier könnt ihr sehen, hier blüht das Ganze einmal auf, und zwar hier hinten, hier seht ihr das Ganze, da kommt der ganze Rost. So, einmal da. Ne? Und obwohl ihr hier seht, dass hier schon so ein extra Unterbodenschutz drauf gemacht wurde, kommt das Ganze trotzdem, weil hier hinter, ich zeige euch das mal, ne? Also jetzt ist das Ganze schon getrocknet, aber hier setzt sich richtig Dreck rein. Und das kann man einfach, hier seht ihr, ne? Das kann man einfach alles sehr schlecht putzen. Sogar wenn man mit dem Hochdruckreiniger hier reingeht, ne, kriegt man das Ganze nicht raus. Weil die Radhausschale, finde ich, müsste hier davor gehen, wie vorne, meine ich, vorne ist es, genau. Nee, Quatsch, hier geht sie auch hinter. Moment, ich zeige euch das hier einmal. Ne, hier geht die einmal so davor und danach geht sie wieder hinten durch. Aber, ne, ist jetzt etwas schlecht zu sehen, aber die hätten die ruhig hier etwas weiter vormachen können, sodass da weniger Dreck sich ansammeln kann. Ja, und deswegen hat man dann hier alles voll und deswegen fängt das Ganze hier dann auch an zu gammeln. Das Gleiche können wir so zum Beispiel auch hier durch Steinschlag und dann geht es sofort los. Das muss man beim Kauf echt beachten, dass das vielleicht schon mal gemacht wurde. Aber ja, nach sehr vielen Jahren kommt das Ganze. So, das Gleiche haben wir auch hier unten an den Schwellern. Auf der Beifahrerseite ist es nicht so wie auf der Fahrerseite. Und zwar hier geht der Rost auch schon los. Ne? So, dass man da auf jeden Fall darauf achtet beim Kauf, ob das schon hier am Gammeln ist und so weiter. So, ich nehme euch einmal von hinten nach vorne einmal unter das Auto mit. Hier sind die Endstücke von den Endtöpfen abgegammelt, weil man hat da solche Tuning-Endrohre drauf geschraubt und da hat sich Wasser gesammelt und das Ganze ist abgegammelt und runtergefallen, muss auch mal gemacht werden. Ich habe hier jetzt auch mal die Taschenlampe mit, aber eigentlich sieht man auch so alles super. Dann gehen wir einmal runter. Ja, was haben wir hier unten? Wir haben hier einmal zum Beispiel den Niveausensor für die Beleuchtung. Sehen hier einmal die Hinterachse. Wie ihr seht, wurde hier schon sehr viel mit Unterbodenschutz schon gearbeitet. Das ist alles Unterboden, aber Autos gammeln halt. Das verschleißt alles und muss mit den Jahren wieder mal gemacht werden. Ne? Ja, hier auch wichtig, dass man die Bremsleitungen
öfters mal kontrolliert. Dann haben wir hier einmal den Cut, den Mittelschalldämpfer. Ne, also wie ihr sehen könnt, hier ist reichlich Unterbodenschutz draufgekommen, damit das auf gar keinen Fall gammelt. Aber Rost lässt sich mit den Jahren nicht verhindern. Dann haben wir hier einmal die zwei Lenker unten, Spurstange und so weiter. Da sieht man auch den ABS-Ring, der außen ist. Ja, eine große Verkleidung hat man drauf. Ja, so sieht das unten aus. Nicht viel zu zeigen eigentlich. Ja Leute, somit haben wir das Auto einmal komplett durchgeguckt und haben einmal, beziehungsweise ich habe das, was ich meiner Meinung nach wichtig dafür finde, euch erzählt. Wir haben eigentlich über alles Wichtige gesprochen, was meiner Meinung nach wichtig ist. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es kann immer noch sein, dass irgendwas Wichtiges vergessen wurde. Deswegen lasst uns unten in den Kommentaren schreiben über das Auto, wenn ihr noch irgendwelche Erfahrungen habt. Wie gesagt, damit derjenige, der Interesse an so einem Auto hat, gut informiert ist. Und ja, ich hoffe, ihr wollt, dass ich mehr solche Videos mache. Diese Kauftipps-Videos finde ich auch immer echt wichtig, weil ich kaufe auch Autos und man hat echt schwierig Möglichkeiten, sich schlau zu machen, sich über das Auto allgemein schlau zu machen. Ja, ich hoffe, ich kriege das auch immer mit diesen V-Facelift-Fotos. Ich hoffe, ich finde so ein Auto, dass ich selber Fotos machen kann. Wenn nicht, muss ich dann irgendwie welche zusehen, dass ich da irgendwelche mit reinpacke, damit man auch mal den Unterschied sieht vom Vor-Facelift und Facelift. Ja, was wichtig ist, wenn ihr losfahrt und ein Auto kaufen wollt, kauft euch am besten so einen mobilen Fehlerspeicherauslesegerät, womit ihr den Fehlerspeicher auslesen könnt. Wichtig, weil da kann man schon sehr viele Fehler mit sehen und kontrollieren. Ja, nehmt auf jeden Fall jemanden mit, der Erfahrung hat, weil viele Sachen habe ich jetzt hier nicht gezeigt, wie man Radlager prüft, wo man sieht, ob Reifen verschlissen ist und so weiter. Da gibt es sehr viele schwarze Schafe, die zum Beispiel auch Kilometerstand runterdrängen, sodass man schon mal guckt, ob irgendwie Schaltknüppel ausgefranst ist oder verschlissen ist, Lenkrad verschlissen ist, aufs Gaspedal, Bremspedal gucken, dass man da schon sehen kann, dass mit dem Auto schon viel mehr gefahren wurde. Nimmt jemand mit, der da Erfahrung hat und sich damit auskennt. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, die Community, dass wir zusammen super Kauftipps machen werden, sodass sich jeder echt informieren kann und keinen Fehlkauf macht, weil ich will probieren, mit solchen Videos auch demjenigen echt zu helfen, dass er sein richtiges Auto findet, sein passendes Auto findet und nicht irgendwo auch noch einen Fehlkauf macht. Deswegen, ich zähle auf euch, dass ihr in den Kommentaren auch echt super Kommentare da lässt. Und ja Leute, ich hoffe, euch gefallen solche Videos, weil lasst mir echt einen Daumen da und ein Abo da, weil die ganzen Sachen rauszusuchen und die Videos zu machen, ist echt eine Menge Arbeit. Und ja, wichtig ist, wenn ihr weiter Videos sehen wollt und benachrichtigt werden wollt, ich mache mal hier so einen kleinen Blog. Aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, dass wir mehr solche Kauftipps-Videos machen, dann lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.